Hier sind sie, alle 5 Scheiben. Darauf habe ich nur gewartet. Jetzt werden wir das Böse aus seinem Schatten vertreiben. Sobald du bereit bist, legen wir los. Ja, sind wir dazu bereit? Ich weiß es nicht. Ich denke schon, komm. Ich bin bereit. Öffnen wir das Portal. Folge mir. Folge mir. Ich halte das für keine geile Idee, Freunde. Meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Let's Play Wise. Mit dabei der gute Fred. Hallo Fred, was geht, man? Wir sind unterwegs und sammeln Vasallenringe. Wir haben Inquisitor Mendoza, Mr. Einauge, gesagt, was wir von ihm halten und was wir haben wollen. Und der Preis ist eigentlich klar. Wir wollen die Hafenstadt. Und ihr kleinen Spinner könnt mich am Arsch lecken. Oh, ja. Oh. Wow. Hör mal auf, dich zu wehren. Ja. Ja. Oha. Nein. Unnötig. Unnötig. Oh nein. Fred. Nein, Fred ist tot. Ja. Ja. Ah, fickt euch doch, übertreibt's doch nicht immer gleich so. Ja. Ja. Okay, wir ziehen uns zurück. Hauen uns einen Trank rein. Müssen jetzt ganz schnell ins Inventory. Wir brauchen Magie, und zwar den da. Wir machen uns nochmal einen Fred. Ganz schnell. Los, 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 los. Hilf mir. Hilf mir, Fred. Hilf mir. Hilf mir. Sehr gut. Oh, ja. 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 Sehr geil. So, jetzt lassen wir den da einfach rankommen. Oh, ja. Das sollte es gewesen sein. Vielen Dank dafür. Oh, geil. Man, ist das nice. So, einsammeln, einsammeln, einsammeln. Fred, dem geht's noch super gut. Mana-Pilz wird ebenfalls nochmal eingesammelt. War hier nicht noch irgendwo was? Nein. Aber hier oben liegen natürlich die ganzen Leichen unserer Gegner. Die ganzen Gnome, die wir getötet haben. Hier haben wir sogar noch ein Säckchen gehabt. Würde mich mal interessieren, was da ist. So ein richtiges Lager ist das hier, ne? Es wurden sogar Straßenschilder geklaut von den Gnomen. Sind die bescheuert? So, da ist ein Skelettkrieger. Zack. Daneben, Mister. Da ist der untote Burgherr. Ja! Geil! Wir haben alle Vasallenringe gefunden und ein Achievement freigeschaltet, den Geisterjäger, der uns ebenfalls nochmal easy 20 EP eingebracht hat. Das wäre so geil, wenn es irgendwie Lernpunkte geben würde. Wir haben 10, ja, aber weil wir ein Level Up haben. Das ist ein bisschen problematisch. Wisst ihr, was ich auch problematisch finde? Dieses scheiß Wetter. Deswegen werde ich mich da gleich erstmal in eine Koje legen. Jawohl. Aber erstmal looten wir hier alles leer. Oh, alles da. Oh ja! Oh ja! So, haben wir.
Ja, weil wir an die Leiche nicht rankamen, hat das Programm uns die Sachen so gegeben. Das ist sehr geil. Das ist sehr, sehr, sehr fresh. Och, bitte. Rechts, rechts, links, rechts. Der Dietrich ist hin. Rechts, rechts, links, links, rechts, links. Na also. Okay. Machen wir es halt so. Ah, dieses Gewitter hierbei ist dezent anstrengend, weil es sehr, sehr laut ist. Vielleicht ist es im Video selber gar nicht mal so laut, aber naja. Wir müssen es ja nicht auf die Art und Weise herausfinden. Wir pennen einfach bis zum nächsten Morgen und hoffen darauf, jawohl, dass das Gewitter weg ist. Ah, das ist doch gleich ein komplett anderer Klang, Mister. So, da lang. Wir haben die Vasallenringe. Wir haben alles eigentlich erledigt. Die einfache Truhe, hatten wir die jetzt eben oder haben wir die jetzt noch nicht? Ah, ich habe echt so ein Kurzzeitgedächtnis bei einigen Sachen, ne? Es ist unglaublich. Es ist unfucking fassbar, was ich teilweise für ein scheiß Gedächtnis habe. Hier liegt noch ein rostiges Schwert. Nehmen wir mit. Ja, Fred. Eigentlich bräuchte ich dich da nicht mehr gerade. Ist aber kein Problem. Wir gehen jetzt in den Wald und besuchen den Monkey Marvin, der ja so unglaublich phänomenal Angst hat und Albträume hat und dies und das. Wir haben ja alle Vasallenringe zusammen. Jetzt gehen wir dahin und klären das mit ihm ab. Geil. Ab unten zur Hütte. Wir haben echt wieder was in dieser Folge, in der letzten ja schon die Vorbereitung, was gerissen. Wenn das jetzt in dieser Folge noch klappt, was ich jetzt wirklich noch vorhabe, dann wird das echt geil. Komm mit, Fred. Da hinten ist eine Pflanze. Ich bin aber irgendwie zu faul, dahin zu rennen. Ach, ich habe auch noch was übersehen. Also gehe ich doch nochmal hin. Da liegt nämlich noch ein Krallenfalter und der liegt da hier nicht einfach nur so. Genau, ich habe nämlich seinen Staub vergessen. Alles da. Wir gehen jetzt endlich zu diesem Marvin und sagen ihm, dass wir einfach so geil sind. Wir haben das jetzt einfach mal. Hier ist noch ein Schwert. Dass wir das hier klären konnten da mit seinen Dudes. Und dass er jetzt wieder in Ruhe pennen kann. Hier liegt noch ein Entermesser. Das nehmen wir auch mit. Way. Da ging das da lang. Hafenstadt, ja, ja. Pi mal Daumen, ne? Oh. Was willst du denn? Ein Schlag. Ich muss dazu jetzt nichts sagen, oder? Alter Lachs. Nee, ich will noch gar nicht. Ja, da geht's zur Hafenstadt, da will ich aber noch gar nicht hin. Ich muss ja erstmal mit dem Marvin quatschen. Und die Hütte ist irgendwo da. Das heißt, wir müssen nochmal einen Schritt zurück. Da vorne, dann links und dann sind wir da. In der Theorie. Ja, in der Praxis ist es auch so. Da ist deine Hütte, die dem kleinen Marvin gar nicht gehört. Klein Marvin hat sich eine Hosen gekackert. Und das Problem konnten wir dann jetzt auch beseitigen. Hallo, Monkey Marvin. Hey, was geht, man? Oh yeah. Scheint so, als ob nur untote Burgherren einen Vasallenring haben. Außer bei dir habe ich sonst nirgendwo einen gefunden. Was kann das bedeuten? Ich vermute, dass dein sprechender Geist Patroskon den anderen Burgherren diese Vasallenringe gab, um sie damit kontrollieren zu können. Aber irgendwas ist dabei schiefgelaufen und hat sie allesamt zu Untoten gemacht. Was habe ich damit zu tun? Als du den Vasallenring gefunden hast, hat Patroskon versucht, Kontrolle über dich zu erlangen. Deswegen hattest du in der letzten Zeit immer nachts seine Stimme im Kopf. Oh Mann, wo bin ich da bloß reingeraten? Ist eben nicht alles Gold, was glänzt. Du musst mir helfen, hörst du? Ich halte das nicht mehr lange aus. Hm. Was bekomme ich eigentlich von dir, wenn ich dein Problem löse? Alles, was ich habe. Und wie viel ist das? Es wird sich für dich lohnen, versprochen. Das will ich hoffen. Untote sind ganz schön harte Mistkerle. Ich hoffe wirklich, dass du mir helfen kannst, sonst bin ich für immer verloren. Du siehst doch schon ziemlich blass aus. Ich krieg schon seit Tagen keinen Schlaf mehr.
Wenn du keinen Erfolg hast, sehe ich bald so aus wie die Untoten. Du kannst dich entspannen. Hier sind alle 6 Vasallenringe. Dem Himmel sei Dank. Ich bin erlöst von diesem elenden Fluch. Ich habe diesen Wahnsinn fast nicht mehr ausgehalten. Das werde ich dir niemals vergessen, mein Freund. Wie kann ich das bloß wieder gut machen? Erstmal gibst du mir die Ringe wieder. Was? Ich bin doch nicht verrückt. Jetzt, wo ich sie alle habe, gebe ich sie nicht mehr her. Nein, ich habe da was Besseres für dich. Gold und einige Spruchrollen, die ich gefunden habe. Jemand wie du kann damit sicher mehr anfangen als ein Bauer wie ich. Ich frag dich jetzt mal nicht, wo du die jetzt wieder her hast. Nein, besser nicht. Jo, dann haben wir's doch. Okay, mach's gut. Ich muss jetzt weiter. Viel Glück bei deinen Streifzügen. Ich hoffe, sie werden dich nicht klein kriegen. Ich geb mir Mühe. Und melde dich mal bei deiner Ma. Mütter stehen auf sowas. Ganz bestimmt. Also auf Wiedersehen. Und vielen Dank nochmal, mein Freund. Jo, gern geschehen. Das war doch mal eine interessante Unterredung, liebe Freunde. Wir gehen jetzt allerdings in Richtung Hafenstadt. Dort haben wir nämlich noch zu tun. War das hier der beste Weg? I don't know. Ja, jein. Mehr oder weniger. Ah, doch. Ja, hier sind wir richtig. Hallo. Ah, da ist er, ja. Sehr schön. Dann können wir nochmal speichern an dieser Stelle. Läuft. Perfekt. Ja. Wir müssen in die Hafenstadt. Dort sprechen wir mit diesem El-Hurensohn, wie ich immer ganz gerne sage. Mit dem Kommandanten Carlos. Ich glaube, Carlos hieß der Bursche. Mit dem unterhalten wir uns. Der soll sich gefälligst aus der Hafenstadt vom Don Esteban verpissen. Und nebenbei können wir noch die Nägel abgeben, den ganzen Kleinschrott abgeben für den Schmied. Der Schmied, der wird sich extremst darüber freuen. Und wir haben echt schon einiges auf die Kette gekriegt. Wir speichern nochmal. Nicht, dass er hier irgendwelche Faxen macht. Ah! Kannst du mir sagen, wie ich zur Vulkanfestung komme? Siehst du den Weg da hinten, der die Felswand entlang führt? Du musst immer diesen Weg hinaufgehen und dich dann leicht rechts halten. Der Weg führt dann den Berg hinauf bis zur Festung. Danke. Ja, und jetzt halt's Maul. Lass mich rein. Ich bin für den Inquisitor unterwegs. Inquisitor? Das hört sich wichtig an. Ist es auch. Gut. Ich lass dich besser rein, bevor ich noch Ärger kriege. Sag mir einfach Bescheid, wenn du soweit bist. Ich will in die Stadt. Natürlich. So, das heißt, wir sind endlich wieder in der Hafenstadt. Mann, toll, jetzt ist unser Typ weg. Speichern. Hallo, Muku. Bauer und Muku. Mit der kann man leider nicht interagieren. Aber die hat dicke Euter, man. Dicke Euter. So wie es aussieht. Gut. Dann lasst uns mal mit Carlos quatschen. Eventuell ist er so frei und verpisst sich. Das wäre natürlich das Beste. Alter, schaut euch mal hier den Schild an. Der ist super, oder? Sieht richtig geil aus, muss ich sagen. Ah, hallo. Ich will ein besserer Dieb werden. Außer Geschick kann er uns aber nichts beibringen. Also, adieu. Na du? Dietriche haben wir noch. Gut. Dann sind wir doch sehr gut versorgt. Und wir sehen echt geil aus damit. Rodriguez, der interessiert mich nicht die Bohne, liebe Freunde. Wir müssen auf jeden Fall jetzt versuchen, den kleinen Scheißer aus der Stadt zu vertreiben. Die sämtliche Truppen des Inquisitors haben sich hier zu verpissen. Das war die Voraussetzung. Vorher kriegt er
Kristallscheibe. So einfach ist es. So, wo ist der Pimmelberger? Ach, komm. Ist der da oben noch? Dieser scheiß Carlos, der soll sich verpissen. Hallo, 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 hallo. Ja, ja, heißt der Carlos. Don Esteban will, dass du deinen Posten aufgibst. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich sag dir mal was. Ich verschwinde erst, wenn meine Aufgabe für Inquisitor Mendoza hier in der Stadt erledigt ist. Keine Minute früher. Also geh und belästige mich nicht länger. Jetzt ist nicht die Zeit zu reden. Ach, der, come on. Der scheiß Inquisitor hat bereits gesagt, dass wir die Stadt kriegen, du Ficker. Unglaublich. Ich will noch gar nicht dahin. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Ach doch, müssen wir machen, müssen wir machen. Also, wir bewegen unseren Arsch in den Vulkan. Wahnsinn, hat doch ewig lang gedauert bis zu diesem Punkt und jetzt sind wir da. Na, du Lachsnacken. Gut. Wegen der goldenen Kristallscheiben. Ich halte das für so grundsätzlich falsch. Oh mein Gott. Hier sind sie. Alle 5 Scheiben. Darauf habe ich nur gewartet. Jetzt werden wir das Böse aus seinem Schatten vertreiben. Sobald du bereit bist, legen wir los. Ja, sind wir dazu bereit? Ich weiß es nicht. Ich denke schon, komm. Ich bin bereit. Öffnen wir das Portal. Folge mir. Folge mir. Ich halte das für keine geile Idee, Freunde. Ist ein bisschen länger her, aber ich glaube, da war der ziemlich Moment viel... Der Moment ist gekommen. Ich glaube, da ist ziemlich viel Viehzeugs. Ja, da ist nämlich viel, viel Zeugs. Ach du Scheiße. Über der Eiskalt nur rumstehen. Können wir loslegen? Oh yeah! Oh yeah! Oh. Wow, was ist das für eine Schlacht, Alter? Ja! Oh yeah! Wow. Übertreibt man nicht. Lol. Die anderen Viecher machen wir auch noch platt. Ja, das war gut. Gute Arbeit. Das Vieh steht nicht mehr auf. Ja, aber ich glaube, ich habe versehentlich einen von unseren Leuten getötet. Nee, ich habe ihn nicht getötet. Gott sei Dank. Aber wir haben ein paar Leute verloren, habe ich den Eindruck. Ja, da liegt auch einer tot rum. Schade. Aber unsere Verluste sind da doch vertretbar. Jetzt hat er sich erstmal einen Stab geholt. Alle versorgt, ja. Schön. Oh, Mann, 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 ey. Das war doch... Was war das? Der Feind. Endlich kennen wir sein Gesicht. Nun kann er sich nicht mehr vor uns verstecken. Was hast du vor? Wir werden in den Berg hinabsteigen und unsere heilige Mission erfüllen. Hier und jetzt wird sich das Schicksal dieser Insel entscheiden. Oh ja, Kapitel 3. Der Tempel. Oh, geil. So, ich muss noch was erledigen. Wir haben keine Zeit. Wir gehen. Wir sehen uns da unten. Mir nach! Will er mich jetzt verarschen? Ey, jetzt wartet der nicht mal, dieser Lachsnacken. Ja gut, dann gehen wir da jetzt mit rein. So ein Stück Kacke, ne, Mendoza? Ich mag dich nicht. So, jetzt wird rasiert. Wir sind ja voll die Armee, Alter. Und trotzdem habe ich nicht den Eindruck, dass die viel Skill haben, die Jungs. Ach du Scheiße. Dann geht's ja richtig ab. Wir speichern natürlich.
Alter! Alter! Übertreib doch noch mehr! Bisschen Lebenenergie rein, los, was ist das? Oh yeah! Oh yeah! Yeah! Ja, die haben wir jetzt auseinandergelutscht, die Jungs. Unsere Verluste sind gering. Wieder einer. Das heißt, so wie ich es gerade gesehen habe, insgesamt nur, in Anführungszeichen, 2 Leute verloren. Das ist verhältnismäßig noch okay. Sagen wir es mal so. Nichtsdestotrotz wollte ich eigentlich hier unten noch gar nicht sein. Das heißt, wir teleportieren uns kurz in die Hafenstadt. Die sollen hier von mir aus unten rumstehen, bis sie verfaulen. Denn wir haben noch was zu tun. So, nämlich hier. Er wird sich wahrscheinlich immer noch nicht drauf einlassen. Wir werden definitiv... Ich überziehe schon wieder gerade die Folge ein bisschen. Wir werden definitiv noch die Echsenschwerter abgeben. Deine Aufgaben hier in der Stadt sind erledigt, jawohl. Deine Aufgaben hier in der Stadt sind erledigt. Was redest du da? Wer hat dich geschickt? Don Esteban? Ganz recht. Er will, dass du deinen Posten räumst. Warum sollte ich tun, was dein Verbrecherboss mir befiehlt? Es gibt keinen Grund mehr für euch Ordenskrieger hier in der Hafenstadt zu bleiben. Die Kristallscheiben sind gefunden und das goldene Tor in der Vulkanfestung ist geöffnet. Ich sehe, ich werde an anderer Stelle gebraucht. Also gut, meine Männer und ich werden weichen. Ich werde es sofort veranlassen. Warte hier. So, meine Männer sind abgezogen. Ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden. Und jetzt geh. Ich habe Vorbereitungen zu treffen. Allerdings, ich auch. Jetzt ist nicht die Zeit zu reden. Nein? Gut. Auf jeden Fall sind jetzt die Ordenskrieger aus der Stadt abgezogen. Die brauchen wir hier nicht mehr. Das ist jetzt das Gebiet von Don fucking Esteban. Das hat sich sowas von erledigt mit euch hier. Gut, liebe Freunde, in der nächsten Episode werden wir noch unseren Scheiß verkaufen. Das machen wir jetzt nicht noch in dieser... Oh Gott, die Armee ist schon eingetroffen. Das ging aber schnell. Und dann kann uns Don Esteban uns noch nachher ein bisschen weiter in den Arsch kriechen. Aber für heute sind wir durch. Liebe Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst es mich durch ein Däumchen nach oben wissen. Unten rechts findet ihr die Ente, könnt ihr draufklicken, um eine Abo-Ente zu werden. Oben links der GTA 5-Stuff und unten links Let's Play Counter-Strike Global Offensive. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage Schimmelö und noch einen wunderschönen Tag. Ciao!